Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, ich meine, dass viel zu diesem Text gesucht ging, dafür werde ich all die Argumente, die weil Vierbrot gehofft, nicht länger wiederholen, auch weil wir irgendwann einen sollten zu einem Wortteil zu kommen, weil es brennt. Die Lehntransposition, den aus bekanntlicherweise den anderen den 12. Aber wir könnten nicht mal ein Pferd springen für ein Direktiv, auch wenn sie recht 2 Jahre, nachdem sie dann decidiert gauf, ein Projet de loi deposiert gauf, mit Zeiten zu transposieren, an dem man da eben nicht zum Park, wie den Herr Wagner genannt wird, von denen ganz böse Länder zu sehen. Ich meine nicht, dass wir immer da zu denen ganz gute Länder werden gehören, aber ich freue mich, ob es so etwas überhaupt kann gehen, solange wir an Europa zulassen, dass wir einen Konkurs machen, wen die favorabelsten und attraktivsten Steuerkonditionen offriert. Ich meine, etwas werde ich aus den 2 Avisen, die zu diesem Projekt Loi aufgegriffen, von der Chambre des Salariés, aber auch von der Chambre de Commerce zurückbehalten haben, als dass man als grundsätzlich Gedanken müssen machen, über die Komplexität, die ein Steuersystem hat, und vor allem über die Komplexität von den Regeln, die wir mittlerweile brauchen, für die immer neue Geschäftsmodelle und immer neue Firmenstrukturationen irgendwie nach an unser Steuersystem aufzubilden und um da herauszufinden, auch wie schlussendlich wie viel Steuern muss bezahlen. Dass das nicht gerade zu meiner sozialen Spannungen feiert, das sehen wir am Moment ganz gut an unseren Nobelschländern und wir sollten uns hier unbedingt, und das ist mein Appell am Kader von diesem Projekt, unbedingt Gedanken darüber machen, wie wir das Steuersystem insgesamt können reformieren können. Das ist kein kurzfristiges Projekt, mehr langfristiges Projekt, für so das Steuersystem einfach verstehbar zu machen, dafür zu sorgen, dass die Kuh der Applikation raufgehen, dass als Kästen von den kleinen und mittelständischen Betrieben raufgehen, für zu probieren, nach konform zu sein, dass wir aber auch Sozialspannungen können vermeiden. Das ist erstaunlich, dass die Chambre de Commerce und die Chambre des Salariés da quasi enger Meinung sind. Ich hätte sie nicht angeschaut, als gäben die häufig enger Meinung sind. Das heißt, Piraten unterstützen dieses Projekt de Loi. Wir sind froh, dass wir nach 4 Delay de Transposition umgesetzt kriegen. Gehen aber zu bedenken, dass wir nach viel Arbeit an diesem Domain 4 Jahre sind, aber vor allem auch die Wolle von der Digitalisation und Möglichkeiten, die da gehen, für in Zukunft das Steuersystem mehr einfach zu gestalten, sollte nutzen, und in Zukunft das Steuersystem nicht mehr komplex zu machen, mehr einfach verstehbar zu machen, und um da vielleicht auch ein paar Lücken, die wir am Moment nach haben, zuzumachen. Vielen Dank. Merci, Herr Clement. Die Regierung hat das Wort. Herr Finanzminister Pierre Grammé, in der Landschrift.